Insofern, zu dem Zeitpunkt hatte ich keine Lebenskraft mehr. Da war ich wirklich am Boden. Ja. Hätte ich meine Liebe zu den Mitochondrien nicht entdeckt und mich da weiter reingekniet, hätte es diesen Kongress oder würde es diesen Kongress nicht geben. Das ist schon mal ganz klar. Mhm. Jawohl, Lebenskraft und Mitochondrien haben sehr viel miteinander zu tun, aber man muss es verstehen. Unsere Auffassung und Überzeugung ist, dass die Mitochondrien eigentlich alle Krankheiten beeinflussen oder auch auslösen. Ja. Das wird unterschätzt. Ja. Ich werde bis zum Schluss meines Lebens neugierig sein, da ich nicht alles erklären kann ja, und auch sicherlich nicht von mir behaupte, ich weiß alles. Mhm. Deshalb habe ich ja den Kongress gemacht. Sehr spannend. Ja, ich will ja selber lernen und ich möchte selber vermitteln. Das möchte ich sagen, also dieser Kongress ist eindeutig für alle, die neugierig sind, ja, genauso wie ich das bin. Also eigentlich will ich ein Motivator sein. Jawohl. Ja, ich möchte, dass du Verantwortung übernimmst, sondern ich versuche, Menschen mitzuziehen und mitzureißen mit dem Sinn und der Motivation, du hast selber so viel in der Hand für deine Lebenskraft. Ja, Lebenskraft ist Lebensaufgabe. Ja, es sollte für jeden eine Lebensaufgabe sein, sich um seine eigene Lebenskraft zu kümmern. Dankeschön und ich danke euch, dass ihr so teilnehmt an dem Kongress und es motiviert mich selber so sehr. Naja, ungeahnte Lebenskraft ist wirklich ein schönes Leitmotiv oder Leitmotto. Denn wenn wir uns nicht besinnen auf unsere Lebenskraft, die in uns schlummert, die in uns steckt, die einfach spürbar ist, wenn wir uns darauf fokussieren, dann ahnen wir nichts davon. Also in uns steckt so viel ungeahnte Lebenskraft, echte Power. Wir müssen uns schon in Bewusstlosigkeit absinken, um die nicht zu spüren. Ja? Da möchte ich jetzt schon einen Spruch weitergeben, der ist in Fleisch und Blut übergekommen. Ja. Die Natur ist einfach, aber nicht simpel. Und dabei ist ein Grundkonzept quasi entstanden, was ich hier in einem Bild darstelle. Ja. Und das ist ganz einfach. Der Mensch besteht aus Zellen, das ist logisch. Ja. Und in den Zellen sind auch noch Funktionsorganellen, also Bausteine und Arbeitstiere. Und Fakt ist, wenn ein Mensch krank ist, vor allem wenn er chronisch krank ist, eine lange, beschwerliche Erkrankung hat, dann sind Zellen krank. Mhm. Also ich würde so radikal sagen, ich bin Hitler. Ich bin der Islamische Staat. Ja. Ja, also genau. Zu sagen, ich bin das nicht, ist schon der erste Kampf, ist schon der erste Abwehren. Ich könnte das nicht, andere Menschen köpfen oder vergewaltigen. Nein. Das stimmt einfach nicht. Es ist Teil vom Menschsein und es ist Teil von mir. Und erst wenn ich das anerkenne, stehe ich voll in meiner Kraft. Ja. Und dann kann ich auch natürlich bewusst diese Kräfte einsetzen. Du kannst gegen alles einen Kampf führen. Und letztlich führst du den Kampf gegen dich selbst. Und das hast du drauf kommst irgendwann mal, dass dieser Kampf sinnlos ist und weil du diesen Kampf gegen dich selbst führst. Und dass es nichts bringt, gegen die Wand zu kämpfen, sondern dass ich einfach nur durch die Tür gehen muss. Ja. Okay. Die Tür nennt sich... And so anytime you're emotional, just go back to, just notice what you're thinking and believing, because mind is cause and emotions are effect. Yes. So anyone that questions what they believe comes to the same realization. Mm-hmm. And if you take all of time, it's not even an instant. Mm-hmm. So there are only four questions. Mm-hmm. And then you just get very still. This is a meditative process. It's a practice. Yes. So. Aber das hat mir schwer zu denken gegeben und dann habe ich gesagt, okay, also Amalgam einfach so rausbohren aus dem Mund, das mache ich nie wieder, weil so ein Erlebnis brauche ich nicht nochmal. Aber Amalgam ist ein mäßig geeignetes Material, um einen Zahn richtig gesund wieder aufzubauen. Und diese drei Punktkontakte sorgen dafür, dass der Zahn beim Kauen senkrecht belastet wird. Und die Zähne spielen hier eine sehr wichtige Rolle, weil die Zähne sind so eine Art Balancestange für die gesamte Statik. Weil der Kiefer viel schlimmer ist, dass wir diese Amalgamfüllungen heute abgelöst haben durch Kunststofffüllungen. Mhm. Das heißt, wir fertigen heute Inlays, Teilkronen und auch größere Brücken aus Vollzirkon. Und dieses Vollzirkon ist so stabil, dass es fast unkaputtbar ist. Mhm. Und wenn ich eine Störung in dem Alter behandle, dann
ist die weg. Dann ist es gelöst. Ja, was heißt das eigentlich, KISS? Also ich weiß im Englischen, heißt Kopfgelenk-induzierte Symmetriestörung heißt, die Kopfgelenke sind der Übergang vom Schädel in die Wirbelsäule. Die einzigen beiden Gelenke ohne Bandscheibe, die auch schon von ihrer Konstruktion her das größte Störungspotenzial haben. Das Gemeinsame der Erkrankung ist die Funktionsstörung, das heißt, dass gewisse Teile des Lebens nicht zusammenpassen und die Symptome der Erkrankung sind dann eine Deregulation des Blutdrucks, des Kopfschmerzes. Das eine Problem ist schon lange bekannt, das hat man früher den muskulären Torticollis genannt, also den muskulären Schiefhals. Das ist, wenn die Kinder so ganz verkniffen im Bett liegen und dann gibt es eine zweite Form, wo die Kinder überstreckt den Kopf nach hinten haben und nicht nach vorne gucken können. Lymphknoten waren schon befallen, metastasiert, die wurden auch entfernt und dann hat man mir eine Chemotherapie angeboten. Die habe ich abgelehnt, ich habe auch die Bestrahlung abgelehnt. Ich habe so weitergemacht, fühle mich nach wie vor hervorragend. Den Krebs habe ich nach meinem Dafürhalten nach einem Jahr aus meinem Körper vertrieben gehabt. Ich bin durch diese Heilung und durch die Macht, die Wildkräuter und eine gesunde Ernährung für den Körper bereitstellen, bin ich zu einem Messenger geworden, zu jemandem, der eine Botschaft den Menschen näher bringen möchte, dass Ernährung sehr viel mit Gesundheit zu tun hat und dass Ernährung eine Selbstverantwortung ist, die für ein langes Leben unabdingbar ist. Und habe dann halt angefangen mit der Rohkost und innerhalb von 3 Monaten hatte ich nicht nur deutlich mehr Energie, sondern ich hatte auch mein normales Gewicht wieder. Mit nur Rohkost, also ja. Das ist aber unvorstellbar. Es war also eine Energie, die ich also zuvor nicht bis heute so, dass durch diese Ernährung ich eigentlich einfach energetisch total gut unterwegs bin. Insofern muss man sich heute, wo wir im Überfluss nehmen, zumindest wir hier in den zivilisierten Ländern, darauf besinnen, was ist eigentlich eine für den Menschen zuträgliche Ernährung. Diese Rohkost sättigt aber, weil sie den Magen füllt und der Stoffwechsel liefert ja dann auch Energie in den Blutkreislauf und dann weiß der Körper, aha, ich bin jetzt ernährt worden. Und gebastelt und gemixt und gemacht und getan. Und auf dem Wege ist dann ein Würfel entstanden, der mit Moringa entstanden ist, wo ich dann halt einen grünen Smoothie habe in Trockenform. So, und da ist halt Moringa drin. Und ja, aber hauptsächlich geht es über Pflege ohne Chemie und wie man seine Schönheit entdeckt. Die muss nicht unbedingt medienbestimmt sein, sondern eher naturbestimmt. Aber wenn man überlegt, weil die Leute, die haben gar keine Connection so zwischen lebend und tot. Ich habe das Gefühl, dass die Haare schon Bedeutung haben und der Zustand der Haare, der zeigt auch unsere momentane gesundheitliche und vielleicht auch geistige Situation. Ja. Hängt das alles mit dem Mitochondrien zusammen? Alles, ja. Oder kann zumindest, ja. Also, Depression ist ganz häufig eine mitochondriale Entgleisung im zentralen Nervensystem. Das hat häufig was mit mitochondrialer Entgleisung zu tun. Und das sind chronische Entzündungsprozesse, wo die Mitochondrien einfach sich abschalten. Auch gut erforscht, das ist jetzt auch nicht meine Privatmeinung, sondern das ist alles belegbar. Die chronische Entzündung ist quasi eine Wunde, die nicht mehr heilt. Ja. Und das weiß man auch aus der Tumorforschung von verschiedenen Tumoren vor allen Dingen, dass auf der Basis einer chronischen Entzündung auch häufig ein Tumor entstehen kann. Mit der Ernährung ist natürlich, man muss natürlich wissen, dass es im Endeffekt gibt es 3 Hauptkrankmacher und das gilt eigentlich für die meisten chronischen Krankheiten. Wenn ein Körper, der Vitalstoffmangel hat und oder auch noch vergiftet ist, dann natürlich anfällig wird für alle möglichen Infektionserreger, die sich dann chronisch festsetzen. Das Fettsein ist einfach eine Mülldeponie und je mehr Müll da ist, muss die Mülldeponie halt auch größer sein. Und der Gehalt der Nahrung, wenn Sie grüne Sachen essen, grüne Blätter, ist viel Magnesium drin, ja, weil Chlorophyll hat als Zentral. Genau, wo kommt das Magnesium nämlich her? Genau, das ist eigentlich so, da hat man als mit dieser Ernährung hat man natürlich viel mehr Magnesium und Kalium als jeder andere auf der Welt. Ja. 1923 bin ich geboren. Es war total anders. Ich bin in Köln groß geworden und bin als Kind sehr früh auf die Straße
spielen gegangen. Wir mussten frisch kaufen, weil wir keinen Kühlschrank hatten, weil es die so gut wie gar nicht gab. Ja. Das war sehr, wir fanden das sehr bedrückend. Ja. Als erstes gab es eine Fresswelle. Ja. Die Leute haben sich nicht ein Kotelett gegessen, sondern zwei. Hatte dann letztendlich die Chance, durch Yoga und Meditation später nochmal einen ganz neuen Zugang zu mir selbst zu finden. Ja. Seitdem ich diesen Zugang eben gefunden habe, habe ich auch die Kraft neu gefunden, mich dann der Liebe hinzugeben und letztendlich im Dienst der Liebe zu agieren. Das passiert, weil mein Körper diese geistige Entspannung kopiert und in sein eigenes System hineinbringt. Ja. Und genauso funktioniert es auch andersrum. Wenn ich im Sportunterricht noch richtig schlecht geworden bin und ich konnte keine Bahn schwimmen, ich konnte nichts machen, was ich da nicht angestrengt habe. Da war einfach keine Energiereserve da für mich. Bitte? Ich finde auch deinen Titel toll, wie du das formulierst, ungeahnte Lebenskraft. Weil ich bin auch davon überzeugt, dass viele sich so in ihre Situation eingewöhnen, dass sie sich gar nicht mehr anders vorstellen können und dass es vielleicht wirklich tatsächlich unnormal ist. Ja. Also wir wissen gar nicht mehr, wie sich richtige Gesundheit anfühlt, weil da wird von Alterserscheinungen gesprochen und sowas. Ne? Die meisten nehmen das einfach so hin und denken, naja, in meinem Alter ist das halt nicht mehr so. Ich bin halt nicht mehr der Jüngste. I realized how important electrons are and electron donors in mitochondrial function. Remember this, gentlemen, and I'm sure you know this, Bruno. Mitochondrial DNA, unlike nuclear DNA, have no built-in defense. There is no built-in defense. So when we're subject to oxidative stress, whether it comes from sugar or inflammation or EMF or insecticides, pesticides, toxins, heavy metals, oxidative stress comes from, mitochondrial DNA has no built-in defense. So we give the body what it needs. So you tone down the autonomic nervous system. You support heart rate variability. When you give the body what it needs, it's the wisdom of the body that takes over. And the wisdom, you know, I believe in a mitochondrial theory of aging. Right. And basically, one of the ways of delaying aging or supporting the aging process, because, you know, it's not about living to 100. Right. When you do that with grounding in the ocean, doing the arm swing at the same time, it's like the perfect trifecta in detoxing the body. Ich bin hier gekommen, um Menschen beizubringen, wie sie ein langes, gesundes und erfülltes Leben haben können, indem sie ihre ganzen Potenziale verwirklichen kann. Es ist ja so, es gibt vier Ebenen, die uns ausmachen. Wir haben eine emotionale Ebene, wir haben eine mentale und spirituelle Ebene. Die sind alle unsichtbar, aber alle drei manifestieren sie sich in der Welt des Forms. Und diese Welt ist erstmal unser Körper. Man sagt im Qigong, der Geist lenkt das Qi bewegt den Körper. Aber der umgekehrte Weg ist genauso da. Wenn wir den Körper bewegen, dann bewegt sich auch unser Qi. Denn wir sind nicht nur Geist. Wir haben auch einen Körper. Es gibt Dinge, die innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde passieren. Es gibt Dinge, die passieren nach 20 Minuten bis zu einer Stunde. Es gibt Dinge, die geschehen nach einer ganzen Nacht. Und es gibt Dinge, die passieren über längere Zeit, über Monate. Nein, wir haben die Möglichkeit, es gibt ein paar Grunddinge, die Selbstheilungskräfte reduzieren oder erhöhen. Und das erste ist die Frage, lebst du in deinem Körper mit einem freudigen Ja, als Mann, als Frau, in deinem Körper? Und wenn dieser Energiekörper von einem, später einer Frau, einem Mann, sozusagen bewohnt wird, der zu sich selbst Nein sagt, zum Leben Nein sagt und auch zu seinen Mitmenschen Nein sagt, dieses Nein gibt es im Leben nicht, in der Natur. Ja, aber wir haben das, diese Möglichkeit, Nein zu sagen, da hast du dann, da hast du ordentlich den Wunder. Ja. Das ist die erste minimierende, gesundheitsreduzierende, energiereduzierende Aktion, die den meisten Menschen immer bewusst ist. Du siehst ja, kannst du in die Gesichter schauen, ob sie freudig durchs Leben laufen. Ja, das ist alles.
wenn der morgens schon reingegangen ist, muss ich in den Scheißladen schon rein und ich mache das eigentlich gar nicht gerne. Ich wollte eigentlich immer was anderes machen oder sonst was. Oder bist du in der Partnerschaft und ist kein Saft mehr drin. Ja. Dann dämpft das die Energie. Ja. Das heißt, Energieblockaden entstehen. Dieser physische Körper wird, wäre ohne den Feinstaub im Energiekörper keine Sekunde lebenswert. Absolut überlebenswert. Ja, das heißt, dieser ist nah. Ob das Gedanken sind, ob das Gefühle sind, ob das die Impulse meines Herzens sind, der ganze Umgang mit mir, meinem Körper, meinem Leben, meinem Mannsein, meinem Frausein, all das hat Wirkung, Auswirkung auf die Hochschwingung. Mhm. Hochfrequente Energie ist für mich Liebe und Freude. Niederfrequente Energie ist für mich Scham und Schuld.